Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Assassin's Creed Syndicate. Und wir sind hier dabei, irgendwie nichts zu tun, denn in der letzten Episode haben wir noch kurzerhand... So, haben wir die Massenhysterie erfolgreich beendet. Und nun müssen wir... Ich möchte eigentlich jetzt mal kurz Dickinson und Dickinson hier beenden. Daher gehe ich doch mal kurzerhand... ein bisschen schneller zu rutschen, kann ich gar nicht glauben. Im langsamen Bereich vielleicht schon, aber wenn man hier auf die Tube dreht... Oh Mann, wir drehen ja gerade kurzerhand auf. Dann haben wir wirklich schnell, sind wir doppelt so schnell. Wenn ich dreimal so schnell bin, kann ich hier immer rum, ist sie immer rumfliegen. Und auch im normalen Betrieb, wenn ich nur Gas geben hier bei der ganzen Sache, also wenn ich nur RB gedrückt halte, dann wird hier nur wirklich doppelt so schnell gefahren. Ich weiß nicht, was die Herren haben. Ganz genau. Ein kunstvoller Plan. Amor und ich brauchen ihre Dienste. Lampfit erreichen, haben wir ja alles freigeräumt. Finde ich sehr schön. Erinnern Sie sich an die junge Dame, mit der ich verlobt war, bevor ich meinen Tod vortäuschte, um zu sehen, was für eine Frau sie ist? Nun. Nee, warte mal kurz. Ich muss hier vielleicht mal. Das war so vor 100%. Scheiß die Wand. Ich bin in sie verliebt und beabsichtige, sie zu ehelichen. Und dabei brauche ich ihre Hilfe. Na los! Ich habe auch schon einen Plan. Sie spielen einen Kriminellen und entführen sie. Dann bringen sie sie dorthin, wo ich auf sie warte. Ich springe aus einer schattigen Ecke, schlage sie zusammen, rette damit ihr Leben und gewinne ihr Herz. Haben Sie das gut durchdacht? Da kommt keine Antwort mehr. Nun setzen Sie mich an irgendeinem verkommenen Ort ab und ich bereite einen Hinterhalt vor. Irgendwo in Lambeth wäre passend. Wir fahren ja da schon hin. Müsste theoretisch gesehen das Ziel erst am, ja, am Schluss nicht mal, also am Schluss sagen, bringt ja nichts. Na los! Ist das hier die Ecke vollkommen genug? Und nun entführen Sie sie. Sie ist an der Waterloo Station, glaube ich. Oh, und passen Sie auf, dass Sie Ihre Rolle gut spielen. Weiter! Ich glaube, der Herr Gilmi, dem geht's gut. Hey, unsere Tür geht's ja auch nicht mehr so gut, Flocky hier. 150 Meter, das wird noch ein bisschen reichen hier. Aber die Kutsche ist ja hin, die ist wirklich hin. Die kann man fortwerfen. Die taucht vielleicht noch für... Oh, wir haben ja noch jemanden, einen Beifahrer haben wir noch bei uns. Wir ganz bequem am Boden. Och, da ist irgendwer, hat sich verfangen. Das gehört sich so. Ja, die beschweren sich über langsamer, aber wenn man hier kurz hat, mal, wenn man jemand hier beifahren hat, dann nichts gesagt. Scheiße, wir sind so weit gefahren, oder? Wir müssen ja nur hier hoch. Rollalalalala, jetzt machen wir nicht hin. 70 Meter. Bella gefangen nehmen. Ich hoffe, das funktioniert auch, was der Typ sich gedacht hat da. Und ich glaube, das wird nicht wirklich funktionieren. Jemand gefangen nehmen, das ist ja unfassbar. Oh.
Ja, gut, wir sind auch nicht die Meister darin, also. Der Polizist, der kommt nicht nach. Hallo? Lassen Sie mich umgehend los! What do we have here? What's that? Did you hear? Okay, wir müssen hier irgendwie raus. Polizisten vorbei, so unerhört. Wir geben ein lächerliches Paar auf. Man wird sie in Hand umdrehen schlappen. Oh. Ich wusste, das ist ein schlechter Plan. Nicht nachgeben! Komm mal her! Ja, 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 ein Treffen ist halt eine Kunst für sich selbst. Hey! Du Arschklöße, geh mal her! Wird man die wieder? Hä, wo will denn der durchschießen? Hallalala. Ich muss! Ich verlange umgehend eine Erklärung von dir. Hä? Gehst du spazieren? Wie spazieren? Ich doch nicht. Nee, nie. Hä? Ich hatte gerade. Ihr habt es auch gesehen, ne? Ich weiß nicht, was das Internet geöffnet. Habe ich irgendwo auf den Knopf gedrückt? Habe ich irgendwo auf den Knopf gedrückt, dass ich hier was aktiviert hätte? Nein! Was hat das zu bedeuten? Du machst kurz eine Fahrt. Mein Freund. Danke sehr. Das ist wirklich gerade komisch. Irgendwie hat sich. Ich weiß nicht wieso. Kann man hier irgendwie interaktive Tastatur? Die sich mal öffnet und mal nicht. Gutes Mädchen, gib ein lächerliches Paar. Und wird sie in Hand umdrehen starten. Nö, du bist ja versteckt. Das ist nie so. Wir sind nur noch alleine unterwegs. Allein. Ganz schon, allein. Bewegung! Na los! Kann ich dir nichts tun, damit du nicht einschlagen kannst? Du,
immer das. Komm mal kurz raus. Hier durch, bitte sehr. Bitte sehr. Kommen wir da hinten durch, wie man hier anzeigt? Na, ist ja. Ist ja ganz gut. Gib sie frei und zwar sofort. Ich werde sie retten, Madame. Denn ich bin John Hammond, dein Verlobter. Was? Nimm das, du Schurke! Was? Verlieren? Wie das denn? Hier kommt die Bestrafung. Ich bin dir klar. Nimm das, du Schurke! Wieso? Ich sag mal, das wird mir etwas zu echt. Nimm das, du... Hier kommt die Bestrafung. Sie wird... Hau drauf! Ich bin dir klar überlegen. Nimm das, du Schurke! Welch glücklicher Zufall, dass Sie hier waren, um mich zu retten. Nicht wahr? Zufall. Und wenn du erlaubst, meine liebste Bella, werde ich vom heutigen Tage an stets an deiner Seite sein, um dich zu beschützen. Komm, meine Liebe, lass uns von diesem schrecklichen Ort verschwinden, dann werde ich dir alles erklären. Ach, wir haben volles Leben. Ich bin sicher, Mr. Dickens und Mr. Darwin würden gerne vom Glück ihres Freundes erfahren. Hey, wie geht's denn so? Hm? Wo ist denn der Herr? Ach, 32 Meter. Die Frau war da, oder? Wo ist denn die andere? Gibt's da zwei oder drei davon, oder wie? Gibt's da mehrere von den Herren? Oh oh. Wir haben es überlebt. Weil wir den Perk hatten, dass wir von hohen Dingen nicht für so viel Energie abgezogen kommen oder so eine Art. Glaube ich, kann das sein? Kann das wirklich sein? Da frage ich mich, wenn der Fuchs mich beißt. 130 Meter, das geht ja noch, oder? Über Dächer auf jeden Fall nicht. Da ist jeder Meter zusätzlich eine Qual. Aber auch geil. Ja, ich will ja nur runter. Mit Dickens und Darwins reden, was haben wir denn so? Haben wir da irgendwas, das wir wirklich bereden müssen? So Mann gegen Frau? Besoffen? Und Ende gut, alles gut. Unsere frisch Verliebten sind endlich zusammen und werden bald heiraten. Auch ich hoffe, einen Mann zu treffen, der seinen Tod vortäuscht und mich entführen lässt, um zu sehen, ob er mir trauen kann. Nun, so wie ich Sie kenne, würde er das nicht überleben. Ich muss sagen, ich finde das recht aufregend. Ich mag diese Art von Geschichten. Mir kommt das merkwürdig bekannt vor. Ich frage mich, warum. Trinken wir auf John Hammond und seine Art, einer Frau den Hof zu machen? In der Tat, auf John Hammond, unseren gemeinsamen Freund. Jetzt gibt's was zu saufen. Haben wir jetzt genügend? 7, ich glaube, das ist genügend. Das muss genügend sein. Erfolg freigeschalten, Phantom. Wieso Phantom? Was denn? Weil wir alles zugekleistert haben. Wir müssen hier 7 Fähigkeitspunkte. Wir haben ja. Wir machen ja hier eigentlich sozusagen fast gar keine. Mach mal eine Hinrichtung. Mit A oder mit Y? Haben wir noch nie gemacht. Noch nie haben wir das gemacht. Na gut. Nein, ich möchte... Fähigkeiten. Bartizu. Revolverhelm.
Level 8. Holla, the Frosty. Oui, oui. Adlerauge ist nicht gerade spannend. Wir haben dem eigentlich alle Perks, die wir so haben, freigeräumt. Mehr Kohle auch bei dem Herren muss sein. Für zwei machen wir das gerne. Schleichen. Nicht mehr entkommen, das ist so auf jeden Fall sehr gut. Die machen wir dann, wenn wir ja nichts mehr frei haben. Denn wir können hier noch wirklich Kutschen, die sie fahren, richten mehr Schaden an und erleiden weniger Schaden. Natürlich sehr schön. Beschleunigen wesentlich schneller. Also beschleunigen oder fahren auch? Wenn sie fahren, beschleunigen wie fahren und durch auf Eevee, die geile. Nein, sowas möchte ich nicht. Zug ist voll. Wo ist denn der Zug gerade? Haben wir überhaupt noch ein C oder so offen? Mit Darwin und Co. Nee. Gut, dann werden wir kurz an hier zu dem Zug reichen. Oder genau 15.000, also irgendwas über 14.000 ist da glaube ich wieder drin. In den knapp eine Stunde. Zwei Stunden? Ich weiß gerade nicht, wie viel ich aufnehme hier in Assassin's Creed Syndicate. Aber auf jeden Fall eine Menge ist drin. Eine Menge. Das heißt, wir haben in diesen Episoden, die wir jetzt aufgenommen haben, die wir jetzt aufgenommen haben, 5.000. Right. 20.000! Na gut, wenn sonst nicht ist, dann nein, wir wollten ja hier nein, wir wollten zuerst Inventar. Waffen. Ganz nach unten scrollen. Level 9. 6.000, das können wir uns sogar leisten. Oh, alles hier. Ende aus. Haben wir schon die beste Waffe, die wir im Spiel haben können. Schon in der Hand. Nachtschrecken. Stockdolch. Das klingt schon ziemlich bitter. Level 9. Mit dem Ding warte ich einfach Level 9. Das ist so, das muss so. Wie viel fehlen uns noch? 4.000 neue Fähigkeitspunkte. Das heißt eben 7 Fähigkeitspunkte bis Level 9. Das heißt bei der Dame 4, 6, 12. Gut, machen wir den Strang hier bei der Dame noch, denn ansonsten haben wir ja alles. Beziehungsweise noch, wir machen das hier nicht. Können wir dann, wenn wir nichts mehr haben. Ja. Zuerst die Kutschen. Wir fahren auch mit einer Eevee, fahren wir Kutsche. Und da mache ich zuerst das fertig haben. Und dann können wir dann den Rest, der dann noch von Jacob sozusagen, ja, vergöttert wird, das noch machen. Aus, einen hübschen Stock haben Sie da. Danke sehr. Genau diese Antwort wollte ich jetzt auch. Mein Stock ist Subi. Ja, dann fahren wir kurz Hand dorthin mit einer.